Herzlich willkommen beim neuen Video. Wir sind heute bei der Panasonic Convention unterwegs. Neben mir steht der Mike Bolatzky. Der möchte uns die neuen OLED-Highlight-Produkte zeigen, wie zum Beispiel den 65 Zoll hier hinter uns, der mit einer Technik-Soundbar daherkommt und noch vielen, vielen weiteren tollen Dingen. Herr Bolatzky, schießen wir mal los. Ja, eines haben Sie ja schon erwähnt, unter anderem eine tolle Soundbar. Also im Grunde genommen haben wir mit zwei Firmen hier es zu tun. Auf der einen Seite Panasonic natürlich, die ihr ganzes Know-how in Sachen Bild in diesen tollen OLED gesteckt haben. Seite, ja. Und auf der anderen Seite natürlich, man kann es hier sehr schön sehen, in die unterhalb des Bildes eingebrachter Soundbar, die Teil des Fußes ist im Grunde genommen. Und somit sich also wunderschön in das Design einklingt. Aber soundmäßig nicht von Panasonic getuned wurde, sondern von Technics. Genau, also wir haben sie ja unten schon im Demo-Raum gehört. Also ich war doch recht angetan. Da stand ja auch ein Mitbewerbermodell, ja, was nicht ganz so gut klang. Also wir waren schon sehr angetan. Passivtreiber waren, glaube ich, drin für den Tiefton und insgesamt, ja, glaube ich, 14 sind Chassis. 14 Chassis 14. insgesamt verbaut, genau. Das sind alles passive Treiber, beziehungsweise insofern die Teile davon aktiv angetrieben werden, denn der Endstufe muss ja verbaut sein, aber letzten Endes ist es ein passives System. Die sind nicht alle 14 Systeme, die wirklich angetrieben werden. Gerade im Bassbereich arbeiten wir auch mit sogenannten doppelten Passivradiatoren, um einfach die Membranfläche etwas zu erhöhen, indem die einfach doppelt vorhanden sind, denn irgendwo will man natürlich auch, dass die Soundbar nicht wahnsinnige Ausmaße annimmt. Genau, wir können ja mal, kannst ja mal ein Stück kurz rankommen, kannst es ja mal zeigen. Also es ist wirklich optisch sehr, sehr gelungen, würde ich mal behaupten. Wir haben hier, ja, noch ein zweites Modell zu hängen, wo ja auch die Wandmontage nochmal anders demonstriert ist, was ja auch, denke ich mal, für viele ein Faktor ist, wenn das designtechnisch gut reinpasst und auch funktional natürlich ist. Absolut richtig. Wie wir es ja hier schon gut sehen konnten, da ist es Teil des Fußes. Also wenn das Gerät wirklich auf ein Sideboard oder auf ein Lowboard gestellt werden soll, geht es dann aber an die Wand, heißt es, wo bleibe ich dann mit der Soundbar? Und die Soundbar muss hier halt nicht separat an die Wand gehängt werden, sondern sie ist dann wiederum Teil des Fernsehers. Sie wird mit einem kürzeren Element dann wieder direkt mit dem Fernseher verbunden. Und wenn der Kunde dann in diesem Fall mal eine schwenkbare Wandhalterung benutzt, schwenkt sie natürlich dann auch entsprechend in die gleiche Richtung, was natürlich ganz wichtig ist. Kennen wir ja auch schon von anderen Modellen, die zum Beispiel letztes Jahr vorgestellt wurden. Richtig. Letztes Jahr ist ein gutes Stichwort, da war das ganze Gerät ja noch als Prototyp zu sehen auf der IFA. Was gibt es denn an Fakten? Also Preis ist natürlich für alle immer mit und entscheidendst, aber bleiben wir doch mal bei den technischen Details. Wir können ja mal ein paar anreißen. Ja, also gut, wir können natürlich auch über den Preis ganz kurz sprechen. Da haben wir also keine sozusagen Scheuen oder Mühen und Kosten gescheut, sondern wir haben weit unter 8.000 Euro gesagt, 7.999, um genau zu sagen, wird das Gerät in 65 Zoll kosten. Wir haben aber noch eine weitere Serie, die sich unterhalb der 1004-Serie dann in den Markt befindlich geben wird. Die wird dann 954 heißen, wird auch OLED-Technologie sein und auch noch kleiner zu kriegen sein, also 55 Zoll zum Beispiel. Die Preis, die insgesamt etwas weiter unten angesiedelt ist, bei 5.500 Euro für 65 Zoll und bei 4.000 Euro für 55 Zoll. Hat dann nicht ganz diese Sound-Performance wie der große, wo eine Technik-Soundbar dabei ist, sondern die Lautsprecher richtig klassisch integriert unterhalb des Panels. Aber wenn wir mal zu den technischen Varianten kommen, wir haben gegenüber dem Vorgängermodell, was bei uns ja auch 954 hieß, CZW 954 aus der Baujahre 2016, der kam zum Beispiel mit einer Gesamthelligkeit von ca. 550 Candela per Squaremeter oder auch Nits genannt daher. Mhm. Da haben wir hier mal richtig Gas gegeben. Das heißt, die neuen Modelle schaffen es sogar, die 1000 Nits anzukratzen. Das, was ja für LEDs eigentlich der Richtwert ist für HDR Premium. Ne? Wenn es für HDR Premium ist, das muss für ein LCD ist das, um das Logo tragen zu dürfen, ja, das Minimum, was er schaffen muss. Ein OLED wird dann nicht so hoch angegangen, ist aber auch gar nicht notwendig, denn das Kontrastverhältnis spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Also das Verhältnis zwischen gesehen, ja, genau Schwarz und den dunklen und den hellen Szenen. Und ich würde mal jetzt eine kleine Behauptung eingehen, selbst wenn man den Wert eines LCDs, also 1000 oder noch mehr Nits mal nehmen würde und würde daneben einen OLED stellen, der vielleicht sogar noch unterhalb dieses Wertes liegt und würde gerade sehr kontrastreiche Bilder verwenden und das Ganze unter normaler Zimmerbeleuchtung machen, also jetzt nicht Kino komplett aus, sondern also normale unter Zimmerbeleuchtung, dann würde man so manchem Endkonsumenten vor die Wahl stellen, wenn man ihm die Werte nicht vorher sagt, dass er vielleicht sogar Richtung OLED tendieren wird. Einfach weil der OLED das bessere Verhältnis Richtung Schwarz schaffen kann. Es ist einfach sympathischer. Ja. Es wirkt sympathischer. Eine Kleinigkeit, die ist mir jetzt auch während der Veranstaltung aufgefallen, das mit dem Namensschema, das würde ich gerne nochmal klären, weil das ja ganz oft hier schon auch im Rahmen der CES schon, ja, falsch propagiert wurde, in Anführungszeichen. Komm mal kurz nochmal mit der Kamera. Kannst du nochmal raufgehen? Also wir haben jetzt hier die Produktbezeichnung, die ist als solches noch deklariert, als EU.
Bezeichnung? Ja, haben Sie das ist praktisch eine Bezeichnung, die genutzt wird in allen anderen europäischen Ländern, die nicht im sogenannten Dachverbund sind. Dach okay. steht in diesem Fall für Deutschland, Österreich ja. und der Schweiz, wobei ich darf ein viertes Land nicht vergessen, das sind die Niederlande. Die Holländer, die wollen wir natürlich hier nicht unterschlagen, die gehören auch zu diesem Verbund. Was dabei wichtig zu wissen ist, diese Geräte haben dann eine völlig andere Typenbezeichnung. Die heißen dann EZW 1004. Und die sind für diese Geräte mit dieser Typenbezeichnung sind für diese vier Länder gedacht. Was ganz wichtig ist, weil zum Beispiel, nehmen wir uns mal Deutschland raus, Deutschland hat gewisse Anforderungen ans Kabelnetz. Da gibt es unterschiedliche Kabelnetzbetreiber, Unity Media, Vodafone, sprich ehemaliges Kabel Deutschland. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Anforderungen im Satellitenbereich, zum Beispiel die HD-Plus-Unterstützung, zum Beispiel die Sky-Unterstützung und natürlich auch die Sendersortierung, die dafür für die jeweiligen Länder vorgesehen sind. Würde man jetzt ein Gerät in Frankreich kaufen oder in Italien, was die Bezeichnung EZ1000 trägt, ist die Country Selection, also die Länderauswahl, Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland da nicht drin. Was bedeutet, dass man diese zum Beispiel Zertifikationen, die wichtig sind für diese Länder und auch so die ein oder andere Funktionalität in diesem Gerät nicht findet, weil sie für das Land nicht relevant sind. Wie zum Beispiel HD Plus ist ein Thema für Deutschland. Absolut, ja. Und das ist nicht interessant für Frankreich oder Italien und dergleichen, da ist das nicht von Relevanz. Würde man zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, die TV-to-IP-Unterstützung nutzen wollen, ist das auch ein Aspekt, der zum Beispiel in anderen, vielen anderen europäischen Ländern überhaupt kein Thema ist, weil es da einfach nicht vermarktet wird und somit fehlt diese Funktion dann auch. Und das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Unterschied gegenüber den Geräten, die wir hier in dem Dachland verkaufen. Deswegen ist die Bezeichnung wichtig, wenn der Kunde zum Beispiel die Zertifikation oder auch die Kabeltauglichkeit für Kabel Deutschland, Unity Media haben will und sicher gehen möchte, dass A, die Sortierung stimmt. Wir sind zum Beispiel einer der wenigen Hersteller, die für das Kabelnetz Unity Media, wir befinden uns ja gerade in Frankfurt, und da ist Unity Media Haus und Herr der große Kabelnetze, Nummer, ja. große Nummer. Und man kann zum Beispiel dann auch sagen, dieses Gerät ist Unity Media zertifiziert. Das taucht dann auch richtig bei der Installation auf. Okay. Das würde aber in einem Modell EZ1000 nicht auftauchen. Wenn man gerade hier in Frankfurt Kunde ist und sagt, Mensch, jetzt möchte ich den neuen EZ kaufen, dann will ich doch auch sicher gehen, dass der in meinem Kabelnetz ohne jede Einschränkung funktioniert. Und das wäre dann nur mit dem EZW 1004 der Fall, weil der unterstützt auch die zertifizierte Software von Unity Media. Okay, super. Bis hierhin. Also ihr habt es gehört, wenn ihr weit unter 8.000 Euro bleiben wollt, könnt ihr euch dieses Gerät zulegen, ist Unity Media zertifiziert und Verfügbarkeit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wann ist das angestrebt? Ja, also wir streben an, im Grunde genommen den Sommer loszulegen mit den Geräten, also die 954er Serie und auch die 1004er Serie, also auch im 954 kennt man schon, die 4 ist am Ende, 1004 ist auch die 4 am Ende, also die Dachmodelle werden im Juni gelauncht, also in den Markt gebracht. Okay, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt bis hierhin. Wir werden noch weitere Videos erstellen, guckt euch die auch an. UHD-Player, Receiver, Recorder, habe ich das richtig gesagt? Richtig, genau. Und noch andere Bereiche. Also einfach reinschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.